Seit 2007 entsteht auf dem Freigelände beim Seniorenzentrum in Sinsheim eine deutschlandweit bislang einzigartige Anlage. Ein Garten für alte Menschen. Hier können sie alle Sinne mobilisieren oder auch einfach mal die Seele baumeln lassen. Die Leitung des Hauses hatte dabei von Anfang an kompetente Unterstützung. Der Verband der Kleingärtner kam hier mir zur Seite und hat sofort die Idee mit aufgegriffen, dass wir diesen Garten hier mit nutzen können und mit entwickeln können. Und daher kam auch dann die Gesamtgroßidee eigentlich der Mehrgenerationsgarten, dass er hier mit dadurch entwickelt wurde. Hier sollte keine grüne Kaserne für Senioren entstehen. Vielmehr sieht das Konzept Offenheit nach innen und außen vor, wie auch die Förderung des aktiven Kontakts zwischen den Generationen. Wir wollten erreichen, dass die Jugend und die alten Senioren miteinander Kontakt haben und dieses vor allen Dingen mit unserem Haus verbinden, dass also auch unsere Hausgäste dadurch noch Lebensqualität erfahren. Jedes Jahr zeichnet der Bundesverband der Gartenfreunde besonders herausragende Projekte aus. Dabei kommt es speziell darauf an, dass Mensch und Natur im Einklang sind. Beispielhaft hier der Mehrgenerationengarten in Sinsheim. Hier gibt es einen Bereich der Stille, ein Hochbeet für Senioren, die noch Lust am Gärtnern haben, einen Teich mit Schildkröten, weitläufige Rasenflächen und seit Ende 2010 sogar einen Demenzgarten. Gestaltungselemente, bei denen man spürt, dass die Gärtner an die Menschen denken, die sie nutzen werden. Und da wir denken, dass unser Projekt hier in Sinsheim ein besonders soziales Projekt ist, haben wir es eingereicht und haben dann natürlich uns wahnsinnig gefreut, als wir erfahren haben, dass wir als Ausgezeichneter zur Preisverleihung nach Berlin fahren können. Ich habe mich sehr gefreut, dass dieses Projekt so wertvoll ausgezeichnet wurde, dass hiermit deutlich gemacht wurde, dass die soziale Komponente in Kleingärten hier deutlich gemacht wird und vor allen Dingen, dass hier auch die Arbeit der Gemeinde, des Gemeinderates und des Verbandes Kleingärtners in Zusammenarbeit mit unserem Förderverein sehr stark gewürdigt wurde. Auch vom Office International, also der weltweiten Vertretung der Kleingärtner, gab es Lob in Form einer Ehrenurkunde beim Besuch in Berlin, eine Auszeichnung und Würdigung, die alle Beteiligten zu Recht mit Stolz erfüllt. Und vor allen Dingen auch, als der Präsident dann allen anwesenden Vertretern aus ganz Europa ganz deutlich gesagt hat, dass dieses Projekt besonders nachahmungsfähig ist und dass also alle darüber nachdenken sollten, solche Projekte in ihren eigenen Ländern auch zu produzieren. Bei ihrem Besuch in Berlin konnten sich die Gärtner aus dem Ländle in exotischen Anlagen und verschiedensten Projektgärten Anregungen für ihre Arbeit zu Hause mitnehmen. So haben zum Beispiel englische Gärtner einen Blindenparcours eingerichtet. Hier können Senioren mit allen Sinnen außer den Augen die Gartenwelt erleben. Und ich denke, dass das vielleicht hier für die sehschwache Hausbewohner auch eine ganz gute Idee wäre, dass sie einfach diese Pflanze ertaschen und erriechen können. Wir gratulieren zum ausgezeichneten Mehrgenerationengarten in Sinsheim. Wir sind sicher, dass den Kleingärtnern hier die Ideen für Jung und Alt so schnell nicht ausgehen werden.